Gratisgrippeimpfung 2020/2021. Die Gratisgrippeimpfung der Stadt Wien startet am 1. Oktober 2020. Termine können Sie ab 15. September 2020 buchen, online auf der Webseite des Impfservice, per Telefon unter 1450 oder direkt bei den teilnehmenden Haus- und Kinderärztinnen. Bitte beachten Sie die besonderen Informationen zur Grippeimpfung für Kinder. Termin online buchen. Die Grippeimpfung ist 2020/2021 gratis für alle Personen, die in Wien leben, sowie für das Personal in medizinischen oder sozialen Einrichtungen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird ein besonderer Schwerpunkt auf die ältere Bevölkerung, Generation 6+, chronisch kranke Personen sowie medizinisches Personal gelegt. Um für diese Personengruppen ein zusätzliches Infektionsrisiko durch die jährliche Grippe zu senken. Hier erhalten Sie die Gratis-Grippe-Impfung. In den Impfstellen der Stadt Wien, 7 Impfzentren der Stadt Wien Impfteam, in 4 Impfzentren der österreichischen Gesundheitskasse, im Sanatorium Hera, bei Haus- und Kinderärztinnen, die an der Gratis-Grippe-Impfaktion teilnehmen, in medizinischen oder sozialen Einrichtungen, Spitäler, Pflegeheime, Seniorinnenheime, betreutes Wohnen etc., die an der Gratis-Impfaktion für das eigene medizinische Personal und ihre Klientinnen und Klienten teilnehmen. Die genauen Adressen aller Stellen, wo Sie die Gratis-Grippe-Impfung bekommen, finden Sie beim Impfservice Wien unter Wo findet die Gratis-Grippe-Impfaktion statt? Beziehungsweise erfahren Sie bei der Terminvereinbarung. Bitte bringen Sie zur Impfung Folgendes mit. E-Card, Lichtbildausweis, wenn möglich, ausgefüllten Impfbogen. Diesen bekommen Sie bei der Terminvereinbarung über die Webseite übermittelt. Er ist aber auch vor Ort erhältlich. Mund-Nasen-Schutz, Grippeimpfung für Kinder. 2020 ist erstmals die Grippeimpfung für Kinder bis zum 15. Geburtstag in das Gratis-Kinderimpfprogramm des Bundes aufgenommen worden. Es stehen dafür ein nasaler Grippeimpfstoff, Nasenspray, für Kinder ab dem 2. Geburtstag sowie ein Grippeimpfstoff für Kinder ab dem 6. Lebensmonat zur Verfügung. Die beiden Kinderärztinnen und Kinderärzten, die an der Gratis-Impfaktion teilnehmen, erhältlich sind. Hinweis: Der Impfstoff für Kinder ab dem 6. Lebensmonat wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erhältlich sein. Der nasale Impfstoff für Kinder ab dem 2. Geburtstag ist voraussichtlich ab Mitte November verfügbar. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Terminplanung. Hier erhalten Sie die Gratis-Grippe-Impfung für Ihre Kinder. Kinder ab dem 6. Lebensmonat. Bei Kinderärztinnen und Kinderärzten, die an der Gratis-Impfaktion teilnehmen. Kinder zwischen dem 6. und 10. Geburtstag. Bei Kinderärztinnen und Kinderärzten, die an der Gratis-Impfaktion teilnehmen in den 7 Impfzentren der Stadt Wien in der Impfteam. Kinder ab dem 10. Geburtstag, bei Kinderärztinnen und Kinderärzten, die an der Gratis-Impfaktion teilnehmen in den 7 Impfzentren der Stadt Wien, in der Impfteam, in den 4 Impfzentren der österreichischen Gesundheitskasse. Jährliche Impfung schützt. Die Grippeimpfung ist der beste Schutz gegen die Grippe, saisonale Influenza. Da sich die Grippeviren ständig verändern, wird der Impfstoff jedes Jahr angepasst. Daher müssen Sie sich jedes Jahr impfen lassen, um geschützt zu sein. Die Impfung ist für Personen in jedem Alter sinnvoll. Kinder können ab dem 6. Monat gegen Grippe geimpft werden. Besonders empfohlen wird die Impfung, unabhängig vom Alter, für Personen mit folgenden Krankheiten: chronische neurologische Erkrankungen und körperliche Bewegungseinschränkungen, chronische Nierenerkrankungen, Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen, Immundefekte, Krankheiten der Atemwege, Schwangere, Betreuungspersonen und Angehörige von gefährdeten Personen, wie Bewohnerinnen und Bewohnern von Altersheimen, kranken Kinder, Säuglingen, Personen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, wie Berufstätige in Arbeitsbereichen mit vielen Personenkontakten, Kindergarten- und Lehrpersonal, Personal in Gesundheitsberufen. Die Grippeimpfung schützt nur gegen die echte Grippe, nicht aber gegen grippale Infekte. Grippe oder grippaler Infekt. Die Grippe ist im Gegensatz zum banalen grippalen Infekt mit Schnupfen,
Husten und etwas erhöhter Temperatur nicht harmlos. Sie äußert in der Regel durch ein plötzlich beginnendes Krankheitsgefühl, hohes Fieber, Husten, Muskel-, Glieder- und Kopfschmerzen. Die Grippe kann zu akuten Verschlechterungen chronischer Erkrankungen führen und es kann zu Komplikationen wie Lungenentzündung oder Herzmuskelentzündung kommen, deren Spätfolgen tödlich sein können. Egal, ob grippaler Infekt oder echte Grippe, gesundheitliche Probleme oder plötzlich auftretende Symptome verunsichern. Bei Fragen können Sie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 wenden, rund um die Uhr und kostenlos. So schützen Sie sich vor Trakteninfektionen. Sowohl grippale Infekte als auch die Grippe werden durch Trakteninfektion beim Husten oder Niesen oder über verunreinigte Hände übertragen. Häufiges und gründliches Händewaschen, das Niesen und Husten in Papiertaschentücher oder in den Ellenbogen und auf Händeschütteln und Begrüßungsküss zu verzichten, sind einfache Maßnahmen, wie Sie sich gegen eine Ansteckung durch Trakteninfektion schützen können. Ausführliche Informationen zu Symptomen, Vorbeugemaßnahmen und Verhaltensregeln finden Sie im Merkblatt Saisonale Influenza des Gesundheitsdienstes. Merkblatt herunterladen 217 KB PDF.